Und damit ein herzliches Willkommen zum unnötigen Video auf diesem Kanal. LOL. Nun ja, für viele YouTuber ist es ja irgendwie normal, dass sie so ein paar Wörter nach einem Jahr zu ihrem Kanal verlieren und sagen, wie es lief, wie sich der Kanal entwickelt hat und wie es mit der Zukunft aussieht. Und das will ich jetzt auch mal machen. Ja, natürlich ist dieses Video aber nicht wie die anderen Videos, sondern ich rede einfach mal fröhlich drauf los. Es ist quasi wie ein Podcast. Und ihr braucht jetzt nicht irgendwie großartig was Geschnittenes erwarten, denn das wird hier in diesem Video nicht kommen. Deswegen ist dieses Video auch eigentlich unnötig, lol. Aber der sich dafür trotzdem interessiert, kann sich's bequem machen. Vielleicht im Bett einfach dabei auch einpennen, wie ich hier ein bisschen über den Kanal philosophiere. Und ja, dann würde ich sagen, viel Vergnügen, legen wir los. Nun ja, wenn einige in die Beschreibung oder die Kanalinfo geschaut haben, dann wird sicher einigen auch aufgefallen sein, dass ja mein Kanal schon ein bisschen länger da ist, nämlich schon seit 2016. Denn ja, bevor ich hier zu diesen Filmvideos gekommen bin, habe ich mit einem Kumpel diesen Kanal zusammengeführt und habe ja Let's Plays quasi hochgeladen von Hearthstone, Overwatch und anderen Spielen von Blizzard. Oder auch Nintendo Games, die mein Kumpel dann vor allen Dingen hochgeladen hat. Das ist aber eine Zeit, die jetzt vorbei ist. Und dann habe ich verschiedenste Sachen ausprobiert und bin dann schließlich bei diesen alle Trailer Fuck You Goethe ja, Videos gelandet, wo ich halt immer alle Trailer von den unterschiedlichsten Filmen, die neu in den Kinos erscheinen, zusammenschneide. Ja, das habe ich einfach von Fuck You Goethe gemacht und sicher haben das einige auch schon gesehen. Das Video hat tatsächlich 1,4 Millionen Aufrufe generiert. Es ist halt keine eigene Arbeit, aber ganz schön, dass sowas auch mal passiert. Sonst ja, kam allerdings nicht so viel. Ich habe das dann mit unterschiedlichen Videos oder Filmen weitergeführt. Star Wars zum Beispiel, Greatest Showman oder so. War dann aber auch nicht das Wahre, weil ja, man will halt selber was machen und nicht irgendwie von anderen irgendwie was klauen und das dann irgendwie durchboxen. Es gab da auch viele Beschwerden wegen Urheberrechtsverletzungen, weswegen ich da dann gesagt habe, yo, lieber nicht, nachher kriege ich noch einen Strike. Dann gab es eine kurze Zeit mit Maze Runner und die Tomatensuppe, so Trailer verarschen und dann bin ich zu 5 Fakten gekommen. Irgendwann war dann mein Kanal ja tot. Am 15.05.2018 kam dann das letzte Video und ja, dann war Schluss. War einfach, ja, generell nicht mehr so die Zeit für mich. Ich hatte nicht mehr so viel Lust, Videos zu machen, weil mein Computer auch nicht mehr der Beste war. Alles hat nicht mehr so geklappt, wie ich es wollte. Und dann 2020, genau vor 12 Monaten, am 7.01.2020, kam dann Deswegen mag ich keine Action- bzw. Komödienfilme. Ganz witzig bei diesem Video ist, dass ich das eigentlich nur gemacht habe, weil ich im Kino war und mir gedacht habe, scheiße, ist Jumanji 2 ein Scheißfilm. Ich fand Jumanji 1 eigentlich ziemlich okay so, aber dann Jumanji 2 war einfach wirklich nur noch ein Cash-Grab. Und wenn man die End-Credit-Scene gesehen hat, dann weiß man, dass das noch beschissener wird. Aber naja, zum Glück ist da ja bis jetzt noch nichts angekündigt worden. Ja, und dann habe ich so im Januar damit angefangen, aber ja, hatte dann auch jetzt nicht irgendwie weitere Ideen für den Kanal und bin dann aber auf die Idee gekommen, einfach mal so Kinderserien zu nehmen und die dann mal ein bisschen auseinanderzunehmen und zu schauen, yo, wie sieht's denn mit alten Serien, die ich damals in meiner Kindheit geschaut habe, aus? Vielleicht interessiert das ja auch ein paar Leute, die dann sich das vielleicht, wenn sie kein Leben haben oder so, anschauen können. Und dann habe ich eben das Video zu Phineas und Ferb gebracht. Ist die Serie Phineas und Ferb tot? Ich werde hier zu den unterschiedlichen Videos auch nochmal so mein Senf dazu geben, ob ich zufrieden mit denen bin, eher unzufrieden und so. Ich habe damals mit einem Programm, also ich arbeite sowieso nur mit Sony Vegas, damals nur mit Sony Movie Studio Platinum Suite. Und ja, das habe ich unter anderem, die zwei Videos habe ich mit einem Movie Studio Platinum Suite gemacht, wo ich sagen muss, ja, das lief, aber es gibt halt nicht so viele Möglichkeiten, aber da kommen wir später noch zu. Dieses Ist die Serie Phineas und Ferb tot war eigentlich ein super Video, meiner Meinung nach. Vielleicht ein paar kleine Mängel, vor allen Dingen immer, vielleicht fällt euch das auf, am Ende mancher Videos da
ja, gehe ich manchmal vielleicht ein bisschen zu sehr in die eigene Meinung, mache das Ganze nicht zu objektiv, so objektiv, wie ich das eigentlich gerne hätte, aber ich finde, der Senf gehört auch noch immer dazu und ja, deswegen haue ich den nochmal immer mit rein. Ja, mit Phineas und Ferb bin ich eigentlich ziemlich zufrieden, auch wie sich das so im Laufe des Jahres entwickelt hat. Das ist ja ein ziemlich erfolgreiches Video im Vergleich jetzt zu den anderen. Ja, das war auf jeden Fall ganz okay. Ja, dann, wir wissen es alle, der gute März mit Corona, habe ich dann auch erstmal ein Video, wollte ich machen, yo, eigentlich wollte ich aufklären und sagen, yo, was ist denn jetzt mit Corona? Wieso ist denn das so problematisch jetzt mit dem Virus? Wieso müssen wir alle in Lockdown gehen? Aber das war dann ja eigentlich nach ein paar Minuten bekannt und ich habe einfach gedacht, yo, ich bin schon ein Kanal, der sich eher mit Filmen beschäftigt, dann sage ich den Leuten auch einfach mal, hört doch einfach nicht auf Corona und nutzt die Zeit jetzt für Netflix, Disney Plus kommt raus und ja, ich hoffe, ich konnte damit ein paar erreichen. Jetzt vielleicht nicht die meisten, aber das sollte auch gar nicht so sein. Ich wollte einfach nur selber so auch nochmal meinen Standpunkt tatsächlich dazu wiedergeben. Währenddessen kam natürlich immer dieser gelbe Man mit dem, dieser Typ hier, vielleicht blende ich ihn nochmal ein, mit dem gelben Pulli, der so ein bisschen doof reinschaut an, der einfach ein Maskottchen war, der sich dann aber ja, wie ihr jetzt gerade auch am Anfang im Intro gesehen habt, verändert hat. Ja, dann wollte ich mal eine Top-Liste machen wieder. Ich hatte Lust, denn ich wollte eigentlich, das habe ich dann mir im Februar gesagt, jeden Monat ein Video bringen. Das hat bis dahin auch geschafft, denn im April kamen dann die 8 erfolgreichsten Disney-Animationsfilme. Da habe ich mir einfach tatsächlich die Animationsfilme von Disney, seht ihr, ich schneide nicht, die besten, erfolgreichsten Animationsfilme von Disney genommen, also die am meisten eingespielt haben und habe das Ganze dann ein bisschen kommentiert. Ja, das ist halt nicht so ein besonderes Video gewesen, weil ich da wirklich einfach nur wiedergegeben habe, was auf einer Liste stand, das ein bisschen gefiltert habe und dann gesagt habe, yo, das sind Animationsfilme, hier sind die erfolgreichsten. War jetzt auch nicht so das krasse Video mit der krassen Videoidee, aber ich hatte mal Lust auf so eine Top-Liste und mich hat es auch ein bisschen interessiert. Vielleicht ist da auch ein kleiner Fehler drin, nämlich König der Löwen war da ja auf Platz 1, wenn ihr euch noch erinnert und oder wenn ihr das Video nicht gesehen habt, dann wahrscheinlich nicht. Was ja in der ersten Szene eine ja reale Aufnahme hatte, was noch nicht ganz gepasst hat, der Nachtrag war dann aber in den Kommentaren vorhanden. Ja, dann kam, zum Glück habe ich noch im Mai es geschafft, ein Video zu veröffentlichen, nämlich Was geht mit Timmy Turner ab, tot oder lebendig? Eines meiner besten Videos in diesem Jahr, wie ich finde, das war wirklich ein Video, wo ich sagen kann, ja, damit bin ich sehr zufrieden. Vielleicht ist am Ende so ein bisschen, habe ich versucht, auf die emotionale Schiene zu gehen, was mir auch gelungen ist, allerdings ja, war das vielleicht ein bisschen drüber, weil die Videolänge war jetzt auch nicht so krass. Ich habe jetzt nicht so viel dazu erzählt. Trotzdem fand ich es krass, wie wir bei Phineas und Ferb gesehen haben, dass die Serie eben ja untergegangen ist. Also Timmy Turner ist untergegangen. Phineas und Ferb hat es ja nach 4 Staffeln geschafft aufzuhören und somit auch nicht durch den Dreck gezogen zu werden. Und ja, kein Juck die Serie eigentlich mehr und die ganzen Fans sind dann auch abgehauen bei Timmy Turner. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht zu durcheinander wiedergegeben, sonst schaut euch einfach mal die Videos an. Dann wisst ihr genau, was ich meine. Ja, dann ging es leider los mit den Sommerferien unter anderem, wo mal wieder nicht so viel Corona war, wo man dann auch Sachen machen konnte mit Freunden und wo ich dementsprechend dann auch YouTube erstmal ja, so ein bisschen vernachlässigt habe. Ich habe ja auch ja, keine Verpflichtungen oder so, aber ja, deswegen habe ich einfach erstmal pausiert. Aber ich fand, die Videos, die ich bis dahin gemacht habe, waren gut. In der Zwischenzeit habe ich mir auch einen neuen Computer angeschafft und dementsprechend war meine alte Version von meinem Schneideprogramm Movie Studio Platinum Suite, was ich vorhin erwähnt hatte, dann auch weg. Und dadurch ja, hatte ich kein Schneideprogramm mehr und musste mir erst wieder was besorgen. Und ja, dann habe ich mir gedacht, ja, dann kommst du zurück mit einem neuen Video und versuchst jetzt noch irgendwie pro Monat oder pro Monat 2 Videos zu bringen, dass du am Ende des Jahres dann auf 11 oder 12 kommst. Oder bin ich mit Enola Holmes angefangen?
ein Video, wo ich mir extrem viel Mühe gegeben habe, weil ich Sony Vegas, also quasi neues Schneideprogramm mir dazu geholt habe, wo es viel mehr Möglichkeiten gibt mit Effekten oder auch generell mit der Videoqualität zu arbeiten, was ich dann mit Enola Holmes auch eben versucht habe. Allerdings war das Thema oder die Videoidee leider nicht die beste. Da habe ich mir auch nicht so viele Gedanken gemacht. Ich habe mir einfach die Netflix-Charts angesehen und dachte, yo, Enola Holmes ist auf Platz 1. Ich fand den Film ganz geil. Dann bringen wir doch mal ein Video dazu. Aber eigentlich interessiert es natürlich keinen, wer diese Enola Holmes ist. Man kriegt ja eigentlich im gesamten Film auch erklärt, wer das ist. Ich habe das bloß versucht, irgendwie so ein bisschen in Einklang zu bringen mit der Serie Sherlock, die vielleicht einigen ein Begriff ist, was aber natürlich dann irgendwie keinen Sinn ergibt, denn man kommt natürlich darauf, dass das zwei unterschiedliche Universen sein müssen. Es spielt ja quasi auch in unterschiedlichen Zeiten. Ja, dementsprechend war das Video jetzt auch nicht erfolgreich oder so erfolgreich, was mir dann aber auch ziemlich irre oder egal war, denn ich bin dann schnell auch mal in die Gaming-Schiene gegangen. Ich meine, ja, ich bin als der Tankwart schon eher so ein Filmkanal oder ich versuche mich meistens eher auf die Filme zu konzentrieren. Allerdings war Among Us auch 2020 ein großer Teil meines Lebens. Vor allen Dingen vor 2 Monaten bin ich extrem viel angefangen, Among Us zu spielen. Hab jetzt insgesamt 50 Stunden Spielzeit und muss sagen, es hat mir echt riesen Spaß gemacht und wollte dann auch nochmal weiter in die Materie reingehen und schauen, von wem kommt das ganze Spiel denn überhaupt, denn Inner Sloth ist ja irgendwie so ein kleines Unternehmen oder so eine kleine Gruppe von Leuten und die mal so ein bisschen im Detail auseinanderzunehmen, war eigentlich ganz interessant und fand ich auch ein gutes Video, aber passt eben nicht ins Gesamtbild von meinem Filmkanal, weswegen ja, das jetzt auch nicht so passend vielleicht war. Deswegen bin ich ein bisschen unzufrieden mit dem Video. Es passt auch nicht in alle Playlists rein, die ich sonst immer mache. Das ist natürlich ein kleines Problemchen, aber naja. Trotzdem war ich sehr zufrieden in der Zeit, denn vor 2-3 Monaten bin ich ja quasi zurückgekommen. Ich habe mir einen neuen Computer geholt, bessere Schneidesoftware und habe gedacht, jetzt starten wir doch mal dann richtig weiter durch und habe es dann auch geschafft, erstmal diese 2 Monate 2 Videos zu bringen. Weiß auf jeden Fall, dass ich dann ja um den Dreh, also von Timmy Turner bis zu Enola Holmes, ja schon 5 Monate Pause gemacht habe. Am 14.10. kam das Video Enola Holmes dann erst. Allerdings habe ich es dann wirklich geschafft, innerhalb von 8 Tagen das nächste Video bringen, nämlich eben von Wem ist Among Us. Ja, dann habe ich nämlich, wie schon vorhin erwähnt, versucht, irgendwie in diesen 12 Monaten noch 12 Videos zu bringen, weil ich weiß, ein großes Problem meines Kanals ist eben die Kontinuität der Videos. Am besten das Beste wäre natürlich, dass wöchentlich einfach ein Video kommt. Allerdings, ist es schon mir wichtig, dass die Videos eine gewisse Qualität haben und ja, dann auch das Skript gut ist, dass die Videoidee gut ist. Na gut, bei Enola Holmes können wir drüber sprechen. Und da einfach immer so ein Video rauszuhauen, so auf die Schnelle, das sehen wir zum Beispiel, warum Corona gut für Stranger Things ist. Das war dann ein Video, was ich am 11.11.2020 veröffentlicht habe. Das war ja eine Zeit, wo ich auch mit Vorabi ziemlich viel Stress hatte und wo ich dann versucht habe, aber doch noch irgendwie in dem November dann eben Video zu bringen. Ja, was natürlich jetzt dementsprechend auch nicht so inhaltlich krass war. Es war einfach nur ein kleiner Beitrag eben, dass Stranger Things wieder verschoben wurde. Eine Serie, die ich sehr, sehr schätze und lieb gewonnen habe. Und die, aber eben besser wird. Vielleicht, denn sie wird verschoben und jetzt haben die Producer eben noch mehr Zeit für die Serie und das finde ich eigentlich ziemlich geil und habe mich gefreut. Dieses Jahr werden wir sie dann ja auch endlich wahrscheinlich im Dezember sehen. Ich bin sehr gespannt und freue mich da auch drauf. Allerdings war das Video dann eben nicht so passend. War auch eines der kürzesten Videos, 3 Minuten 40, was ich je gemacht habe, aber ich wollte eben diese 12 Videos mir schon als Deadline setzen, deswegen habe ich nochmal so eins rausgebracht. Ja, dann waren die Vorabi-Zeit vorbei, dann ging es nämlich weiter im Dezember, jetzt kommen wir ja schon zu den etwas näheren Themen, wo ich sagen kann,
Ja, da wollte ich einfach mal eine Top-Liste wieder bringen. Ich hatte ja schon mal gesagt, dass ich eine gebracht habe. Die Top 8 Animationsfilme von Disney. Und das war eine Top-Liste zu Brooklyn Nine-Nine. Eine Serie, die ich super geil finde. Habe ich letztes Jahr, glaube ich, irgendwann angefangen. Ich glaube, Anfang des Jahres oder Mitte des Jahres. 2019 meine ich, sorry. Jetzt bin ich hier schon in 2021, ne? 2019 habe ich die angefangen und habe sie zweimal jetzt durchgeschaut und jetzt ist ja auch Staffel 6 auf Disney Plus, sage ich schon, auf Netflix veröffentlicht worden und die finde ich nochmal eine Nummer geiler. Deswegen will ich vielleicht das auch fortführen mit den Top-Listen. Allerdings, ja, ist da immer so ein bisschen die Frage, denn mir macht es auch sehr viel Spaß, die Videos zu bearbeiten, Effekte reinzuknallen und so weiter. Das ist bei Brooklyn Nine-Nine, bei den Top Brooklyn Nine-Nine Folgen der ersten Staffel eben nicht der Fall gewesen. Da war vor allen Dingen das Script schreiben, die Folgen sich angucken, zu schauen, jo, was gefällt mir an denen jetzt gut, was gefällt mir an denen jetzt schlecht. Das große Thema, was ich auch ganz cool finde, aber eben das Schneiden nochmal eine Nummer geiler und vor allem das Script schreiben hat sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen und gar nicht die Videobearbeitung. Trotzdem fand ich, dass das ein Video wirklich war, was sehr tiefgreifend ging. Also wo ich sehr viel subjektiv meine Meinung nochmal wiedergegeben habe. Und fand ich schon vom Skript her oder vom Inhalt sehr, sehr gut. Auf jeden Fall. Bloß halt vom Bildlichen her. Vielleicht hätte man da noch mehr machen können, aber trotzdem wollte ich einfach auch dieses Wenige, also nicht so viele Effekte mit diesen 2021 oder Bilder, die da plötzlich aufploppen, sondern wirklich nur das Video von Brooklyn Nine-Nine, genau die Folge, dazu ein paar Auszüge und das hat dann auch gereicht. Und wenn einige das bis hierhin tatsächlich geguckt haben, das Video, dann könnt ihr mir ja mal schreiben, wie ihr das findet, so dass ich einfach mal Top-Listen mit nicht so viel Bearbeitung reinpacke. Im Laufe dieser Zeit fand ich auch, dass die Videos von der Qualität her immer besser geworden sind. Vor allen Dingen ab so Among Us finde ich, dass das wirklich nochmal qualitativ hochwertiger geworden ist. Als deswegen mag ich keine Action- oder Komödienfilme oder auch was geht mit Timmy Turner ab? Und dann habe ich mir gedacht, bringen wir doch nächste Woche wieder sofort ein Video, um irgendwie jetzt noch 12 Videos im Jahr zu bringen. Und hat dann die Zukunft von Weihnachtsmann und KKG gebracht, gibt es die Serie bald nicht mehr. Ein Video, was ich sehr, sehr gut finde, denn ich fand das top bearbeitet und auch so die Fragestellung, weil es gibt halt viele Serien, die, wie zum Beispiel Yakari, hatte ich da ja auch als Beispiel aufgezeigt, die eben verändert werden, so in 3D-Scheiße, sage ich jetzt mal, verändert werden und nicht dieses nice, diesen 2D-Cartoon-Touch, sage ich jetzt mal, bewahren, wie zum Beispiel Weihnachtsmann und Kokain hat, was ja auch immer noch mega gut geguckt wird und wobei es ja auch bleiben wird, wie ich am Ende des Videos gesagt habe. Aber guckt es euch lieber selber mal an, wo ich das dann genau auseinandernehme. Will ich jetzt auch nicht zu viele Wörter darüber verlieren. Aber mit dem Video bin ich sehr, sehr zufrieden und die Bewertungen sind da auch recht positiv, was mich sehr gefreut hat. Zum Schluss kam dann ja dieses Jahr, leider erst 2021, ein Video, worauf ich irgendwie zufällig gestoßen bin. Ich hatte mit einem Kumpel mal vor ellenlanger Zeit Kinderserien-Intros angeschaut, ich glaube vor 2 Jahren oder so. Und da war dann auch tatsächlich unser Charlie dabei. Wo ich diese Melodie gehört habe, habe ich mir gedacht, was ist das denn? Oh mein Gott, ich kenne das doch irgendwoher. Ja, das war unser Charlie. Und ich weiß noch genau, wie ich immer mit meiner Familie da saß und dann vorm Röhren- oder vorm normalen Fernseher. Natürlich ist das ein kleiner Gag gewesen mit dem Röhrenfernseher. Aber in der Zeit hatten halt viele noch einen Röhrenfernseher. Dicke Flimmerkiste. Deswegen habe ich da diesen Gag reingebracht. Aber wo man sich da einfach mit der Familie hingechillt hat am Samstagabend und dann unser Charlie geschaut hat. Es war einfach ein Familienerlebnis, vor allen Dingen, wo man ziemlich klein war, fand ich das immer was ganz Besonderes, was richtig Tolles. Und ja, da wollte ich mal schauen. Ich wusste, dass die Serie irgendwann abgesetzt wurde, auch als Kind schon. Aber woran es genau lag, ist ja eigentlich eine richtige Sache. Woran es genau lag, sage ich euch hier nicht in diesem Video, sondern guckt dafür bitte unbedingt unser Charlie. Ja, so, das war jetzt einmal der Recap.
vom Kanal die Videos einmal auseinandergenommen und jetzt halt hier dieses unnötige Video LOL, was das Ganze jetzt noch einmal zusammenfasst. Für die Zukunft, ja, bin ich natürlich auch noch immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ich weiß auch nicht richtig, was ich mit dem Kanal, wie ich weiter fortfahren soll. Vielleicht soll ich ein paar mehr Gaming-Videos bringen, also die vor allen Dingen jetzt mit Among Us sich beschäftigen oder bei der Filmschiene bleiben. Ich denke, ich werde schon versuchen, so bei der Filmschiene zu bleiben, vor allen Dingen so Kinderserien auseinanderzunehmen, weil das finde ich eigentlich schon am interessantesten. So, auch von den Themen her kann man da viel drüber erzählen, nochmal viel die eigene Meinung drüber verlieren. Ich hatte auch überlegt, vielleicht einen TikTok-Account zu machen und da auch noch ein bisschen ja, über so Serien zu philosophieren. So, kennt ihr dies und das noch? Weiß ich noch nicht, ob ich das mache. Trotzdem will ich mir auch für dieses Jahr als Ansporn geben, mehr Videos zu produzieren, am besten 24 in diesem Jahr, wenn nicht sogar 52, dass ich das wirklich wöchentlich schaffe. Ich schau mal, bei unser Charlie hat es jetzt geklappt und diesen Tag soll es jetzt auch wohl klappen. Na gut, bei unser Charlie sollte dann jetzt eigentlich heute kommen, damit wir ja schon, es ist ja schon KW2, dann haben wir heute den Sonntag. Ich nehme das hier gerade auch wirklich am Sonntag um 2.13 Uhr nachts auf, um das hier morgen noch eben zu veröffentlichen. Deswegen wird da jetzt auch gleich nicht mehr die Zeit für sein, irgendwas noch zu bearbeiten. Ja, so viel zur Zukunft und zur Vergangenheit dieses Kanals. Es gibt ja auch ja, diesen Avatar, der sich jetzt verändert hat, das habe ich jetzt einfach geändert zum Start ins neue Jahr, nämlich diesen Typen, der vielleicht ein bisschen mehr Ähnlichkeit mit mir hat, als ja, der Typ, der noch in den ersten 4 Videos auch auf dem Thumbnail war. Sorry Leute, ich kann das TH einfach nicht aussprechen, es tut mir leid, das Englisch ist einfach nicht meine Stärke. Deswegen immer dieses Pf. Da könnt ihr gerne mal auch auf den anderen Videos drauf schauen und drauf achten, wie super das bei mir läuft, nicht? Nun gut, ich denke, dann war es das hier aber auch an der Stelle. Ich meine, mit 22 Minuten Videolänge ist dieses Video wirklich das allerlängste von meinen Videos. Aber na gut, es soll jetzt ja auch einfach nur für die Leute sein, die sich so ein bisschen für die Zukunft und Vergangenheit von dem Kanal interessieren. Ich danke euch, wenn ihr das Ganze bis hierhin angehört habt. Und sonst wünsche ich euch natürlich noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und wie immer munter bleiben. Euer Tankwart.